Moin Moin, Knochen hier. Heute fliege ich die P-51 Mustang. Wir haben 24 mm Hispano Maschinengewehre. Ja, so ein Maschinengewehr, kann man schon sagen. An Bord. Wir können 125 Mal abdrücken, haben 500 Schuss. Das, wenn man zusammenrechnet, 4 mal 125, kommen wir auf 500. Scheiße, ist das Nebel hier. Wir fliegen maximal 678 km/h. Das gerade natürlich nicht, und ich weiß auch nicht, wie diese Geschwindigkeit erreicht wird. Wahrscheinlich eher im Sturzflug. So, ich habe eben gerade eine Runde gemacht. Da wurde ich erst gegen Ende weggeschossen, hatte aber auch nur 4 Abschüsse. Ich habe einfach versucht, so vorsichtig wie möglich zu fliegen und so viele Abschüsse wie möglich mit dem Flugzeug wegzuknattern hier. Ich meine, der Flugzeug ist eh ein Klassiker, das ist ein klassischer Jäger hier. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das im Spiel ist. Auf jeden Fall war es, glaube ich, schon dabei, als ich angefangen habe, vor 2 Jahren oder so. Müssten 2 Jahre, dann können fast 3 Jahre sogar schon sein, aber ich habe natürlich mal 1-2 Monate nicht gespielt, immer mal wieder. So, auf jeden Fall wirklich hübsch, hübsch, hübsch. Ah, herrliches Ding. Und 20 mm, ja, das zerlegt einiges. D520, ah, ich weiß noch nicht, die D, was war es, 521? Er spielt, habe Scheiße gefühlt. Vorhin war ich auch die meiste Zeit überwiegend recht hoch unterwegs. Hier ist es jetzt blöd, weil hier nicht so viel Leute oben sind. Was bedeutet, ich könnte ganz schnell weg sein. Denn wer soll die denn alle abfangen? Wer soll mir denn da helfen beim Abschießen? Also denke ich, also ich überlege zumindest, ob ich nicht weiter runterfliege. Was natürlich bedeutet, dass ich dann irgendwo im Probau lande. Tupolev. Okay, unsere Leute kommen langsam raus hier. Muss ja auch mal ein bisschen was machen. Ist natürlich blöd, wenn man eigentlich nur dieses eine Flugzeug zur Verfügung hat. Also ohne Gutschein. Und man will ja auch am Leben bleiben. Ist ja irgendwie logisch, ne? Nun, der Höhe hier ist man nicht besonders wendig. Wo sind sie hin? Ich sehe nur noch Punkte. Relativ weit, also weg. Das ist noch eine andere P-51 Eulenspiegel 666. Aber okay, ist mir egal, ich gehe jetzt runter. Und die Klappen, um sofort an irgendwo aufzuknallen. Das könnte scheiße laufen. Könnte aber funktionieren. Hat funktioniert und ich muss sofort mal wieder hoch hier. Oh mein Shit. Fuck it, fuck it, fuck it. Ja. Das war richtig gekonnt. Das war richtig gekonnt. Naja, das wird wohl eher eine Compilation hier. So ein Scheiß. So, hoffentlich wird es hier etwas besser als eben. Das war ja echt richtig beschissen. So, einer ist schon raus. Oder abgestürzt oder wie auch immer. Das sieht auch cool aus, so Dämmerung. Ich meine, wir haben es jetzt kurz nach 0.20 Uhr. Da war schon wieder Sonnenaufgang hier. Oh, und vielleicht sollte ich mich ein bisschen da wegbewegen. Also ich werde jetzt echt versuchen, so vorsichtig wie möglich hier zu fliegen, denn ich will so lange wie möglich eigentlich am Leben bleiben. Das habe ich eben gerade so auch probiert, aber habe mich da wohl irgendwie verleiten lassen. Spitfire kommt aber schnell. Und vielleicht sollte ich mich eher darauf konzentrieren, hier die größeren Ziele. Donald Duck fliegt auf. Größeren Ziele ins Visier zu nehmen. Es sei denn, schwer zu sagen. Einer fliegt mir, ich sag mal, sehr günstig vors Gesicht. So, wir gucken mal. Wie sieht's denn aus? Haben wir eine Peschka? Müssen wir fliegen vor allen Dingen. Die SB2C wäre gut, allerdings ist ja schon jemand hinterher. Das ist natürlich auch wieder blöd für mich. B25, okay, kriegt man mit 20 mm schnell zerhackt. Da hat sich ein Cluster gebildet, das ist auch blöd für mich. Denn da kriegst du kaum was abgeschossen, ist ja irgendwie auch unsinnig. SB2C oder Wellington, das wäre
die guten Modelle, sag ich mal. So, da brauche ich jetzt nicht runter, da sind ja 5 Leute auf einem Gegner drauf. Das ist total beknackt. Überdenken wir gut. Das B2C wird ja leider verfolgt. Würde ich aber mitnehmen, wenn sie hier ankommt. Jack, nein. Scheiße. Der ist mir nicht geheuer, der Typ da. Okay, ich gehe jetzt runter. Wir haben ja hier die SP2C. Gas angebremst ist auch irgendwie schräg, aber für mich ist das besser. So, oh, trotzdem weg. Aber viel Munition verbraucht eigentlich. Für das bisschen. So, da haben wir immer noch eine Wellington, noch eine Peschka. Dass hier keiner hochzieht zu mir. Wo war noch der B25? Die ist offensichtlich weg. Ich glaube, bis zu Wellington komme ich nicht hoch. Ich glaube, die eingefahren. Hatte ich eingefahren. Oh. Die Wellington bietet sich an. Die hat was offensichtlich schon einen Angriff überlebt. Verliert zu schnell an Geschwindigkeit. Fuck you, man! Okay, wir ziehen rüber. Na, irgendwas ist da noch im Busch. Das verkackte Jack. Muss ich beobachten. Na, er zieht offensichtlich rüber. Die P51 zieht hoch zur Jack. Ja, ich muss es wagen, aber er ist bei mir. Jetzt ist er nicht mehr bei mir. Geht die Munition aus, so ein Scheiß. Jetzt darf man nicht vergessen, ist auch noch eine Peschka. Ergo müsste die nicht mal abstürzen. Und ich krieg eine Abschusshilfe. So ein Figgity Fuck. Wellington ist unheimlich hoch. Ich bin schon fast auf 6000 Meter hier. Für nichts, eigentlich für nichts. Der ist echt. Puh. Den hat's echt dahin gerafft. War schon erstaunlich, wie hoch man eigentlich fliegen kann. Ich fliege ja selten in diesen Höhen hier. Also ich finde das gerade ziemlich interessant. Aber ohne Schub hier würde ich nicht rankommen. Okay, ja, Drehwolling. Ah, komm. Ganz schön viel Aufwand für so einen Schrabbelkill eigentlich. Aber gut, wir sind jetzt sehr hoch. Das klingt erstmal gut, ist es aber nicht, weil Jack ist ja auch schon wieder der Typ, der mir vorhin hinterher hing da. Ich zweifle fast gerade, dass es irgendwie ziemlich clever ist, hier oben zu bleiben. Und dann denke ich, dass die Jack, irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie wendiger ist hier in der Höhe als ich.
Vor allem, der steigt so hoch, da komme ich kaum noch hinterher. Und ich könnte nicht mal runter. Ich könnte nicht mal rechtzeitig runter, das ist ja das Problem. Jetzt geht er runter. Die Neos sind alle so weit entfernt, das ist der Wahnsinn. Die 25. Ich würde dem Typen gerne helfen, echt jetzt. Okay, der ist einfach raus aus seiner G5N1. Das ist schräg. Ja, hier oben ist eigentlich gar nichts los. Ich könnte runtergehen. DB7, was ist denn der DB7? Sagt mir gerade überhaupt nichts. Will aber auch nicht zu weit runter. Das ist so vorsichtiges Spielen. Das ist eigentlich schon lächerlich. So, wir gammeln alle hier oben. Und keiner kriegt irgendwelche... diesen Jones Silver, den würde ich irgendwie gern... Hat sich erledigt. Keine Ahnung, wo er sich hin befördert hat, aber jetzt ist da unten ein Cluster und hier oben da geht gar nichts los. Und ich weiß auch, was der mit seiner B25 macht, nämlich das, was ich auch sonst mache, ist nämlich einfach nur Kill Assist abfarmen hier. Die Frage ist, eigentlich ist es ultra langweilig, aber die Frage ist, warum sollte ich jetzt mein Flugzeug aufbauen? Ich will ja mein Flugzeug gar nicht aufbauen. Und eigentlich ist es dusselig, darunter zu fliegen. Was will man denn da unten machen? So, ein Spitfire-Shirt aus. Und eine Yeah. Und alle gammeln sie hier hinten. Ich meine, das ist eigentlich nur mal interessant anzuschauen hier. Wen nehme ich denn? Die Typhoon. Typhoon würde ich nehmen. Obwohl ich auch keine Jacke hinter mir haben will. Oh Gott, ey, aus so einer Höhe erstmal runterzukommen hier. Klappen fahre ich absichtlich nicht ein, weil sonst krachen die auf jeden Fall irgendwo gegen hier. Immerhin Crit rein. Ja, yep, das hat schon gereicht. Hinter mir ist auch keiner mehr. Wow. Oh mein Gott, da sind noch so viele andere. Und viel sind es nicht. Aber man soll immer darauf achten, dass keiner hinter einem ist. Ne? Manchmal auch gar nicht so einfach. Auch gerade ein bisschen voller, ein bisschen zumindest. Hinter mir ist einer. Hinter oder über mir? Wo ist er jetzt? Scheiße. Mit alles weggeholzt, ey, hier unten komme ich nicht klar, wie man sieht. Das Bit hätte ich helfen können. Nur eine Kill Assist, Mann, das ist doch fucky. Ich habe auch nicht mehr allzu viel Munition, also lange kann ich auch nicht schießen. Wahrscheinlich kriege ich auch die P61 nicht. Nee. Schade, wäre gut gewesen. Schießen da unten noch. Also ich muss sowieso nachladen, von daher ist es egal. Ich weiß gar nicht, wie ich auf diese Punktzahl gekommen bin. Ehrlich gesagt, weiß ich wirklich nicht. Ich habe mich ja lange nicht bewegt, aber... Wahrscheinlich wird da irgendwas anderes zusammengerechnet. Black Spitfire, was will ich alles da haben? Wirklich alles dabei.
würde gerne eigentlich wieder höher. Höher kommen, aber ich kann nicht lange so fliegen. Also muss ich jetzt versuchen, irgendwie den Kollegen hier zu helfen. Feuer. Nicht gerade sonderlich clever, aber. War ich das? Nee, eigentlich nicht, oder? Scheiße, war ich das? Ist ja richtig bekackt. Ist ja mal richtig bekackt. Ich hab einen hinter mir. Ich glaube, der kämpft mit jemand anderem. Nee, er ist noch hinter mir. Scheiße. Ich will nicht verrecken. No, 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 no. Oh ja, das bringt Kotzkrämpfe hier. Kotzkrampfwürdig. Was habe ich ja noch übrig? Oh, echt jetzt? Crashen die zusammen, diese Idioten. Nicht gerade viele Punkte zusammenbekommen jetzt in den letzten 2-3 Minuten. Oh Gott, ey. Irgendwie ist es ja spannend, aber eigentlich war es oben besser. Angenehmer. Bisschen langweiliger, aber. Ich bin die ganze Zeit in dem Tal hier. Aber, wenn man das als wichtig erachtet, immerhin das Flugzeug nicht verloren. Ki-49. Das wird scheiße. Also wenn er sich jetzt auf mich hier konzentriert, dann wird scheiße. Ich ballert einfach in die Botanik. Ja, machen. Auch okay, auch okay. Kies im Sturz. Jetzt waren alle hinterher. Ständehotel. Er stürzt einfach ab. Was für ein Spasti, ey. Was ist los, ey? Und verkackt. Toll ist ja nicht. Trotz allem, danke fürs Zuschauen. Abo hinterlassen ist klar. Hilft mir, tut euch nicht weh. Viel Spaß beim Zocken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also haut rein.